Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Mr. Bean Around the World spielen. Auf Deutsch heißt das so viel Herr Bohne auf der ganzen Welt unterwegs. Mr. Bean kennt ihr vielleicht, das ist eine... Ich hätte gesagt Comicfigur, nein, er ist ein Komödiant. Schon ein bisschen älter, aber er ist auf jeden Fall zum Totlachen. Und genau über diesen... Komödianten handelt diese App Mr. Bean Around the World. Wir starten mal direkt. So, wir starten im Vereinigten Königreich und da kommt auch Mr. Bean her. Ah, ich werde verfolgt. Mrs. Wicked ist sauer. Sie darf Mr. Bean auf keinen Fall in die Finger kriegen. Vermeide Hindernisse, um ihr zu entkommen. Tippe mit den Finger, tippe für einen kleinen Sprung. Oh. Tippe länger für einen großen Sprung. Okay. Drücke und halte in der Luft gedrückt, um zu gleiten. Sammle Bohnen, um die Bohnenboss aufzuladen. Wische nach rechts, um den Bohnenboost zu benutzen, vor Mrs. Wicked und vor Mrs. Wicked zu entkommen. Ach, jetzt kann ich mit so einem Mini wegfahren. Witzig. Macht die Verfolger wütend, damit sie Mrs. Wicked von Mr. Bean fernhalten. Ah, ich muss springen. Verfolger schützen Mr. Bean vor Mrs. Wicked. Gelbe Geschenke beinhalten Goldbohnen und manchmal auch Hüte. Du kannst sie im Hutladen öffnen. Oh, Mrs. Wicked kommt. Hau ab. Oh, ich glaube, ich habe es gerade noch so geschafft. Wenn du Kontrollpunkte überspringst, startest du von dem Kontrollpunkt aus, den du freigeschaltet hast, ehe du gefangen wurdest. Okay. Tada. Wow, das Spiel ist echt super schnell. Ich glaube, ich habe Mrs. Wicked abgehängt. Da steht 55 Meter ist sie entfernt. Oh, 55 Meter ist aber ganz kurz nur. Hilfe! Die Passanten sollen mir helfen. Oh, oh, Mrs. Wicked ist wirklich sauer. Ah, wo bin ich? Das ist wirklich ein sehr chaotisches Spiel, finde ich. Ah, da ist wieder Mrs. Wicked. Oder Wicker. Mrs. Wicked. Und ist... Ach gut, zum Glück habe ich es noch geschafft. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Man bekommt leichte Ansätze von Panik, wenn diese wütende Oma hinter einem herläuft. Aber es macht echt super viel Spaß, muss ich sagen. Habe ich den Level nicht gerade schon gemacht? Ich kann die Level so schlecht auseinanderhalten, weil die alle so gleich sind. Warum ist die Oma eigentlich so schnell? Normalerweise sind Omas doch total langsam. Oh oh.
Ah, die soll mich auf gar keinen Fall kriegen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, 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 nein. Ah! Oh. Ich gebe auf. Neustart. Achso, das ist der zweite Level von 10. Aber ich habe doch jetzt, bin doch jetzt eigentlich schon im dritten Level, oder? Ach Mist, ich darf den Leuten. Ach, oh, die Katze hat mich attackiert. Ich darf den Passanten nicht ausweichen, weil die beschützen mich ja vor der bösen Oma. Oh, da hätte ich, glaube ich, länger springen müssen. Das ist total mies, weil wenn man dann irgendwie schon aufkommt. Mist, schon wieder über die rüber gesprungen. Ah, Mist, ist okay. Das Spiel ist echt nicht einfach. Oder ich stelle mich einfach mega blöd an. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich muss echt die meiste Zeit ein bisschen länger springen. Warum kommt die auf einmal so schnell? Was schreit die eigentlich die ganze Zeit? Yep, yep. Oh oh. Ich muss schnell weg. Yep. Yep. Oh oh, oh oh. Oh, die Katze hat mich schon wieder erwischt. Das gibt's doch nicht. Vielleicht hätte ich doch lieber von da aus starten sollen. Der Level ist doch wirklich ziemlich lang. Ich darf mich hier echt nicht zu Schulden kommen lassen. Ansonsten ist die Oma echt wieder schnell dabei. Boah, jetzt bin ich schon mehrfach hier irgendwo rein. Nein! Nein! Die Oma hat mich. Mist. Ich gehe nochmal auf die Weltkarte. Vielleicht kann ich einen anderen Level machen. Ach, muss man erst freischalten. Mist, ich glaube, ich muss Großbritannien machen. Australien? Nee. Na gut. Oh, jetzt habe ich das gerade gekauft, ne? Level 3. Hupsala. Oder ist das nicht derselbe Level? Das ist doch derselbe Level, in dem ich gerade schon war. Also das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Oder? Die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Ja, sehr gut. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du so wütend auf mich bist. Ich habe dir nichts getan. Ah, sie kommt immer näher. Hau ab. Was war das denn gerade? Das hätte ich gebraucht. Irgendein cooles Extra. Oh, sie kommt! Die Katze! Nein! Sie hat mich! 350? Das ist voll teuer. Also ich finde das Spiel nach wie vor lustig. Aber es ist auch echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Wie kann man denn da über die Sachen drüber springen? Oh, oh. Die Oma kommt. Ich hatte noch nie so Angst vor Omas wie in diesem Spiel.
Normalerweise mag ich Omas immer gerne. Die sind immer so klein und so putzig und so. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Omas, muss ich Ihnen echt sagen. Mann, man kann gar nicht so kurz springen. Vor allem, ich muss ja auch. Schnell weg! Oh nein, die Katze. Sie kommt, sie kommt, sie kommt! Hilfe! Oh, ich habe es gerade noch so geschafft. Das war super knapp, ey. Warum ist diese Oma so schnell? Ich verstehe das nicht. Oh, mein Herz, ey. Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen entspannen. Leute, spielt das Spiel auch mal. Ich will mal sehen, wie ihr euch anstellt. Ah, die Katze wurde auf mich geworfen. Okay, Leute. Bis hierhin jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!